Willkommen zurück bei der jetzt schon 13. Folge Medieval 2 Total War. Wir sind im Jahr, wir können es nicht ganz sehen, ich glaube, wir sind schon fast jetzt 100 Jahre drin. Wir haben hier die Schlacht um Aarhus mit König Roberts Männern gegen die Dänen und die haben halt echt diese abgesessenen Skale. Wir, bei uns wäre es dann die abgesessenen Feudalritter oder so. Die können wir jetzt auch in Hamburg bauen, aber so weit ist es noch nicht. Wir haben hier vor allen Dingen, bis auf die zwei Langbogenschützen, haben wir vor allen Dingen, na, wie heißt es denn? Söldner. Es ist 9 zu 8, wir sind sogar ganz leicht im Vorteil. Mal gucken, ob sich das bewahrheitet. Wir legen direkt los. Let's go. Das ist Ihr Untergang. An Okay, also der hat Bock auf jeden Fall. Unser König. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist das Schlachtfeld. Wir haben viel Kavallerie. Und die sollten wir auch nutzen. Oh, wir haben hier sogar eigentlich einen ganz schönen Hügel. Also es gibt hier dieses kleine Tal. Wir haben links, rechts einen Hügel. Ich denke, wir positionieren uns hier bei diesem großen Baum. Wir haben einige Speerträger. So. Dann haben wir diese Langbogenschützen. Ich würde die Pfähle auch aktivieren hier. Wie ist es eigentlich? Kann ich so machen? Ah, nee, okay. Kann ich nicht. Also ich kann die Pfähle nicht hinstellen, dann woanders hinstellen. Dann machen wir die Pfähle hier hin. Oder? Ja, machen wir so. Die Pfähle. Kein Plänkelmodus, das passt. Dann haben wir zweimal. Die sind so wichtig. Weil die Armbrustschützen, die sind super. Also nicht teuer und super gegen Rüstung. Und dann haben wir halt unsere Kavallerie. Drei Einheiten. Ich würde eine Kavallerieeinheit nehmen, weil die 32 sind auch Level 2 Erfahrung. Hier rüber, was bist du? Ach, ich habe hier noch einmal Söldner. Fränkische Söldnerritter. Dann gucken wir, dass wir über die Seite gut kommen. Und natürlich unser König, König Rufus. Und dann starten wir. Der Feind bringt Verstärkung. Was, von wo kommen die? Von hier hinten. Und was ist vor uns? Ab, die Balliste, die können wir uns holen. Der Typ kümmert sich mal um die Balliste. Wir können eigentlich ein bisschen warten. Die Langbogenschützen schießen schon. Das ist schon eine geile Position hier. Feuer. Oder. Da sehen wir die Pfeile in der Luft. Komm schon, schnell. Oh, die abgesessenen Huskale. Könnten uns in den Weg kommen, aber wir müssen chargen gegen die Balliste. Und weg hier. Boah, wir haben echt viel Schaden genommen. Die sterben auch. Aber die Balliste hat nur noch vier Mann. Das ist sehr gut. Ihr seht, die Langbogenschützen machen richtig gut Work. Jetzt schießen auch hier die. Diese Jungs. Ich glaube, wenn wir die chargen. Dann dürften die schon fliehen. Ja, da die nehmen so viel. Ja, die fliehen ja jetzt schon. Nur noch die Hälfte der feindlichen So, sehr, Streitmacht sehr ist gut. übrig. Dann charge die einmal hier rein. Gegen die Huskale. Boah, nice. Alter, sind da viele. Aber habt ihr gesehen? Die Huskale sind so hoch gesprungen. Okay, was kommt hier jetzt auf uns zu? Zerschmettern wir den Feind. Was kommt hier? Stadtmilizen, Bogenschützen. Hier kommen die meisten. Ja, wir drehen uns. Ja, wir drehen uns, wir drehen uns. Alle Infanterieeinheiten. So. Langbogenschützen. So. Die beiden kommen vorne dran erstmal. Na, komm schon. Na, komm schon. Ich bräuchte eine neue Maus, ey. Was ist das denn? So, jetzt. Wichtig ist, alle rennen. Kavallerie. Dich dahin.
So. Und dann die beiden. Schnell. Und der General hier noch. Auf geht's, auf geht's. Oh, wir müssen nicht beeilen, die Jungs. Nicht im Ernst, oder? Die Kavallerie ist da durchgelaufen und ist komplett verreckt. Oh mein Gott, sind das so nicht die armen ganzen Pferde hier. Nein, ist das dumm. Jetzt haben wir hier 3 und 10. Ja, das bringt ja gar nichts. Alle zusammen. Die dürften schon schießen können. Was haben wir hier? Wir haben Armbrustschützenmilizen. Einige sogar. Dahinter Stadtmilizen. Ja. Und wir chargen rein. Wir machen hier schon gut Schaden eigentlich. Kriegen jetzt aber auch ein bisschen Schaden. Langbogenschützen. Die sollten wir doch erwischt haben hier. Ja, die fliehen auch schon. Die schießen währenddessen weiter. Kriegen die in den Rücken jetzt. Werden in den Rücken geschossen. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen, weil von hier kommen eben auch noch Einheiten. Okay. Jetzt geht ihr hier rüber. Und jetzt chargen wir, ich glaube, die Stadtmiliz von hinten. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Auf geht's, Beeilung. Wie weit sind sie noch weg? Ein bisschen. Die schießen hier weiter. Okay, ihr chargt jetzt die Stadtmiliz von hinten. Ja, die sind schon fast tot. Zack, weggemacht. 20 Mann und raus hier. Nein, auch ihr, bitte. So weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Ja, sehr gut, sehr gut. Die fliehen hier schon, also diese Skirmish-Stelle haben wir gewonnen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wie es aussieht. Die sind schon silbernes Level hier, die 9. Okay, sie chargen jetzt. Ihre Infanterie hoch. Ihr seht, diese Schießstände haben wir komplett weggemacht. Wir haben auch noch gut Munition. Wir gucken weiter hier hinten. Boah, Alter, guckt euch das mal an. Was geht hier ab? Chargen jetzt hier die Fernkämpfer. Ihr rennt weg. Rennt, 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 rennt. Ja, sehr gut, sehr gut. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Sehr schön. Wo ist die Kavallerie? Nee, 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 das ist kein guter Charge. Weg hier. Kommt schon. Komm schon weg hier. Okay, wir müssen uns umdrehen. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Ganz schnell hier hin. Langbogenschützen auch umdrehen. Und die beiden gehen hier ein bisschen weiter nach oben. Komm schon, komm schon. Nee, ich würde gern. Ja, so ist es richtig. Okay, die haben es schon geschafft. Fliehen die? Was machen die? Hier rüber auf jeden Fall. Nee, ich muss hier in den Kampf. Jetzt meine Kavallerie. Auf geht's. So, schießen die schon wieder? Ja. Im Plänkelmodus. Abgesessene Muskale, vorwärts. Hier. Seht! Die Feige der Feinde. Wir brauchen hier unbedingt Unterstützung. Zeit, den Angriff voranzutreiben. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Ich brauche meine Kavallerie. Weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Shit, die sind durchgebrochen. Geht hier gegen meinen General. Oh nein, renn doch weg! Aber manchmal nervt mich das echt. Wir kriegen es manchmal nicht hin, wegzurennen. Der feindliche General! Der Feigling flieht!
Kämpf, Wacker. Die rennen weiter weg. Den Kampfgeist seiner Armee. Auf geht's, wo ist meine Kavallerie? Gegen die Bogenschützen hier. Die schießen weiter. Die haben ein bisschen Schaden genommen. Aber auch die Langbogenschützen haben ja auch viel Verteidigung, so Stats. Ihr geht hier hinterher. Ich glaube, wir haben's. Den Feind mächtiger Herr, ja, im Himmel. Den haben wir auch erledigt. Wir richtig haben den gut. Feindlichen General gefangen. Das wird den feigen Hund lehren, den Schwanz einzuziehen und zu rennen. Hier noch. Der feindliche General, der Feigling, flieht! Seht! Wir machen Schlacht fortsetzen. Um noch ein bisschen Schaden zu machen. Aber das war's. Schlacht verlassen. Ja. Das ist ein klarer 136 Mann verloren. Aber 400 getötet. Verluste zugefügt. Die Panzerritter. Wow. Die Armbrustschützen 51. Auch super. Langbogenschützen auch stark. Also super. Super, super, super. Damit haben wir Aarhus direkt erobert. Oh, 2000 Lösegeld wäre nice. Haben sie aber abgelehnt. Ja, damit haben wir Aarhus erobert. Jetzt können wir auch gucken, 1000, wir wurden exkommuniziert, ja, was sollen wir machen? 1192 sogar schon. Ja, Aarhus, eine Stadt, schöne Stadt, 13.000 Einwohner. Wenn wir gucken, Händlerkai haben wir, das heißt, wir werden hier auch die, ah, wir können hier runter. Ne, wir haben eine Meister-Diebesgilde. Okay, das ist natürlich nicht so schlecht. Einmal hier dann aber noch niedriger Steuersatz, bitte. Für die öffentliche Ordnung. Ach, das war ja super. Dann ist hier oben auch noch irgendwo eine Stadt. Mission gescheitert, ja. Ich habe versucht, Frieden zu machen, I don't know. Aber sehr, sehr gut. Was ist los, Fremde? Metzrems, wir könnten jetzt Paris erobern. Wir gehen nochmal ganz kurz die Städte durch. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich überall hier fehlt was. In London. Da bauen wir die Bienenverbund. Für, naja, die Einnahmen halt. Hier den Jahrmarkt. Aber ich glaube, Aarhus. Ah, stimmt, klar. 13.000 Einwohner ist auch super. Natürlich die Pflasterstraßen erstmal. Guckt euch mal, wie viel Handel hier geht. Richtung Hafen. Hier ist richtig viel los. Hier oben ja sowieso. Jetzt gucke ich kurz mal wegen den Streitkräften, ob wir hier noch was bewegen sollen. Ja, hier auf jeden Fall die abgesessenen Feudalritter, die sind so viel besser. Sie sind halt keine Speerträger, okay. Aber Defensive haben die einfach 12 mehr und Angriff oder Angreifen, haben sie ein bisschen Anschwungbonus. Angreifen haben die halt auch nochmal 8 mehr. Deswegen davon auf jeden Fall 2 mehr Langbogenschützen. Haben sie sogar so viel Angriff wie hier? Ne, die haben ein bisschen weniger Angriff als die Hirtenträger. Haben natürlich viel mehr Defensive. So, dann können wir hier noch vielleicht ein bisschen Infanterie und Kavallerie dazu noch. Zack. Gefolge gegen Söldnerhauptmann haben wir jetzt bekommen hier. Hier können wir auch noch bauen in Rennen. Ah, ich wollte ja Waffenstillstand machen, aber machen die sowieso nicht. Eine Meisterkaufmannsgilde in Nottingham. Die Meisterkaufmannsgilde bildet im Wesentlichen das Zentrum für Handels jeder mittelalterlichen Stadt. Wow. Verkehrswerte, Wirtschaftsgüter werden Handel festgelegt, sämtliche Handelsaktivitäten reguliert und Gewicht überprüft. Dadurch gelten sämtliche in der Region durchgeführten Handelsunternehmungen als fair und gerecht. Obwohl sie von der Gilde gesteuert werden. Wo bist du hier? Meister-Kaufmanns-Gilde. Krass, nice. Da waren wir nochmal ein Kaufmann. Nottingham können wir sowieso bauen. Das machen wir aber alles gleich. Erstmal kurz Dänemark-Ägypten haben Frieden gemacht. So, Hamburg haben wir die Feudalritter. Da natürlich noch mehr. Söldner, das haben wir alles. Baubericht. Nottingham, die größten Mauern haben wir eben abgeschlossen. 17.000. In Nottingham. Wow, das Bevölkerungswachstum ist ja auch viel höher. Hier. Einfluss des Statthalters. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Es
ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Das ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Und jetzt ist, wie viel ist jetzt hier? Warte mal. Also ganz kurz, Nottingham Steinmauer, da bauen wir Schmied. Ich würde sagen, den Jahrmarkt, einfach für Handel wieder. York haben wir auch die Steinmauer, dann auf jeden Fall die Straßen, Frankfurt die Ortswache. Da wäre der Schmied eigentlich. Ja. Und Hamburg Pflasterstraßen. Bauen wir einen Schützenplatz für die Freibauernbogenschützen. Whatever this is. Das nehmen wir mal mit. Und jetzt würde ich ganz gerne mal gucken. Jetzt haben wir in London 3% Volkswachstum und hier auch 3%. Krass, die haben also viel weniger Schmutz. Wahrscheinlich, ne? Schmutz macht hier 5,5% minus. Hier ja, 1%, ja gut. Interesting. Familienmitglied Arthur von Rochester. Die reichste Seite jetzt. Wir sind überall Nummer 1. Ganz, ganz gigantisch. Ja gut, und ja, Frankfurt wird belagert von einer... Weg ja, hier. Kein, ihr seid nicht so mein Kaiser. Kein Armee. Ich wechsle keine Worte mit dem Feind. Was machen wir denn jetzt am besten? Ja, nochmal einen Kaufmann bauen. Die Schiffe. Brügge ist immer noch minus wegen Religion, ne? Religiöse Unruhen. Aber wir haben hier doch einen Priester, ne? Ja. Da bauen wir noch zwei und eine Stadtmiliz. Ja, ist die Frage, was wir jetzt machen. Ich würde eigentlich ihn aus Arhus ausziehen. Ja. Eure Befehle? Ja, mein König. Einmal den hier. Ja. Dich weg. Mein König. Die sind eigentlich noch ganz gut. Fortbildung, ja, Rekrutierung. Dann rekrutieren wir 3 Stadtmilizen. Oh, ein Katapult wäre eigentlich auch mal cool. Aber ich würde dich Richtung Süden schicken. Wie lautet euer Befehl? Wir lassen erstmal 2 Einheiten drin stehen. Lager aufschlagen! Und hier wird ja weiter gebaut. Hier auf jeden Fall die Feudalritter. Eure Befehle? Ja! Abrücken! Verbinden die Truppen! Die Söldner können ja nicht weg. Ich sorge dafür, Feudalritter, vielleicht noch 1, 2 Langbogenschützen, ne? Genau. Und es sieht ja nicht gut aus. Haben wir hier einen Schmied? Ja, nice, Schmied. Leichter Kettenpanzer ist das. Wir werden niemals aufgeben. Und der König Robert geht dann Richtung Frankfurt. Wir marschieren den Untergang unseres Feindes entgegen. Vergesst die Höflichkeit. Wir haben hier auch den Hauptmann. Wir zeigen keine Gnade. Stimmt. Bauen wir den Markt. Was für eine Mauer hast du? Ah, du hast nur die 2. Dann lass doch hier die 2 Stadtmilizen nochmal bauen. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Dann schicken wir dich hier auch in die Richtung schon mal. Einfach nur zu unterstützen. Jetzt gehe ich ganz nochmal nur kurz die Städte durch, aber ich glaube, wir haben eigentlich alles. Den Metz können wir noch bauen. Erstmal fortbilden. Und dann können wir noch bauen. Bauen wir die Stadtgarde oder die... Ne, bauen wir erstmal die Stadtgarde. Das hier sieht mir alles sehr passend aus. York... Hier haben wir nichts, dann machen wir erstmal die Steinmauern. Hier haben wir auch nichts. Was ist denn jetzt los? Hier haben wir was. Hier haben wir nichts, dann machen wir hier den Schmied. Und dann nächste Runde. Sie greifen schon wieder Frankfurt an. Was haben die denn für Einheiten? Wow, die haben viele Ballisten. Panzerritter, Sergeant, Speerträger. Die sehen echt cool aus, actually. Ein paar Fernkampfeinheiten. Ja, wir müssen rein. Let's go. Bleibt uns nichts anderes übrig. Möge der Kampf beginnen. Müssen wir Frankfurt vielleicht wieder erobern mit unserem König? Aber ich finde, Hamburg ist so geil. Dass wir da halt das nächste Level von der Burg haben. Ist so cool. So coole Einheiten. So viel bessere Einheiten. Okay, unser Hauptmann steht da. Bereit. Okay, Positionierung starten. Es wird nicht easy, ne? Goddamn. Ja.
Bisschen dicker würde ich das machen. Nummer 2. Ich leg dich noch dahin. Du gehst auch mal hier drauf. Warte mal, das hat nicht so gut geklappt. So. Und so. Du gehst ans Tor und Schlacht starten. So, dann sollte das passen. Wir müssen halt hoffen, dass die Türme halt gut Schaden machen. Oder schießen die mit den Ballisten? Sehen wir irgendwas? Ja, jetzt benutzt Fernkampfwaffen. Die machen die Mauern kaputt. Nein, raus hier. Jungs. Okay, wow. Oh, warum ist das so verbuggt? Jetzt verpisst euch doch. Kommt schon, schnell. Schießen die auch auf die Mauer? Nee. Krass, dass die Mauer so schnell kaputt geht. Ja, Artillerie ist halt schon praktisch. Aber sie schießen nicht weiter gerade. Ja, Mauer ist kaputt. Wir schicken die zur Seite. Nee, so nicht. So. Runterschicken. Nein, jetzt bitte rennt. Nein, rennt bitte. Die hören auf zu rennen, wenn die Mauer quasi ein Stück weiter kaputt geht. Kämpft weiter! Darf nicht noch weiterkommen. Wir haben jetzt ein paar unnötige Verluste gehabt. So. So. Spannend. Okay, die Mauern haben sie kaputt gemacht. So. Das ist eigentlich eine coole Aufstellung. Wir sind eigentlich bereit. Was machen die gerade da kaputt? Die machen die Türme kaputt. Nein. Komm, wir lassen jetzt mal laufen. Ah, die machen es ja so schlau. Was zur Hölle? Na, wir warten jetzt hier. Die machen den Turm kaputt, ja. Oh, krass, die haben hier sogar das Gebäude hier. Haben die Schaden gemacht, das ist ja krass. Der Turm ist auch kaputt. Machen jetzt noch das Tor. Ja, wir sollten uns eigentlich zurückziehen wahrscheinlich, ne? Die machen jetzt noch den Turm kaputt. Ja, wir ziehen uns zurück. Das bringt eh nichts. Zum Stadtzentrum. Kommt schon ab ins Stadtzentrum. Was machen die denn da? Also manchmal ist Pathfinding schwierig. Auf geht's, auf geht's. So. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Mal gucken, was sie jetzt nächstes machen. Der Turm ist kaputt. Wir haben 7%, wir haben 1% verloren. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Sie rücken vor.
Hier haben wir eine Straße. Die Leitern des Feindes haben unsere Mauern. Mauern sind nicht mehr unser. Der Feind hat sie besetzt. Gleich geht's los. Komm, außen rum. Jetzt von hinten. Und zurück. Sehr gut. Die Einheit haben wir einfach mal. Diese harten Speerträger. Bisschen auseinander. Wir haben hier die Sergeants. Und von hinten angreifen. Sergeant-Speerträger. Oh, die sehen schon cool aus. Oh, die fliehen durch uns durch. Das ist perfekt. Also, da machen wir nochmal richtig viel Schaden. Sehr wichtig. Wieder wichtig auseinander. Sperrmilizen haben die noch 20% ausgeschalten. Stopp, das habe ich jetzt verkackt. Da habe ich mich leider verklickt. Ah, ich habe es nicht so gut geschafft, von der Seite zu kommen. Egal, ist schon okay. Da kommen die nächsten. Direkt geflohen. Wieder zurück. Also so können wir es halten. Also wenn die mal so einzeln reingehen. Wir haben schon ein paar Verluste. Ich meine, wir haben 22% verloren. Sperrmiliz, Stadtmiliz, Bauernbogenschützen. Sergeant Speerträger. Die Zeit läuft bald ab. Ich denke, wir warten einfach. Ich hole dich mal rein, wenn es weitergeht. Also die Zeit läuft gleich ab. Wir haben gleich gewonnen. Mir ist gerade aufgefallen, dass die Sperrmiliz Speerträger sind und die Stadtmilizen Leichtinfanterie. Fand ich ganz interessant. Ist mir vorher nicht aufgefallen. Aber ja, wir haben die Schlacht gewonnen, indem wir gut die Sergeants besiegt haben. Mit ihm alle Chancen auf einen großen Triumph. Easy. Also das haben wir gut gemacht. Die haben sich irgendwie nicht mehr getraut. Ja, die hinrichten. Der Feind liegt besiegt am Boden. Wir waren siegreich. Ungarn kommt nochmal. Oh ja, komm, was machen die Ungarn? Okay, wissen wir nicht. Kaufmannsgilde in York. Let's go. Aber das war's erstmal für diese Folge. Wir konnten Frankfurt verteidigen, Aarhus einnehmen und wir schicken jetzt hier in Armee Richtung Süden. Euer Wille geschehen. Wir marschieren. Wie lautet den Hauptmann schicke ich mal nach Frankfurt rein. Magdeburg gerne noch ein Miliz. Hier weiter kann ich gerade nicht. Dann würde ich sagen Kavallerie Nummer 3. Mein König. Die hier gehen ja, auch alle rein. Führen die Armeen zusammen. Aarhus selber gerne noch einen Bogenschütze und noch eine Stadtmiliz. Und maybe noch ein Spion. Das könnte auch nicht so schlecht sein. Aber ja, wie gesagt, das war's für die Folge. Wir haben viel erreicht. Paris geht's auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter rum. Und ich, ja, mal gucken, wie es weitergeht einfach. Ciao, ciao.